Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Multiplayer-Partie von XCOM Enemy Unknown. Wir haben genau das gleiche Setup wie bereits im ersten Match. Und ja, mal wieder ist der Gegner zuerst am Zug. Das könnte einfach daran liegen, dass wir die 10.000 Punkte ganz genau ausschöpfen. Und derjenige, der weniger Punkte mit in die Partie nimmt, der darf eben diese beginnen. Deswegen stehen unsere Chancen halt, die Partie ja, anfangen zu dürfen, wirklich nur bei 50-50, wenn wir sozusagen auch einen Gegner haben, der ebenfalls die 10.000 komplett ausschöpft. Ich habe hier vorhin noch ein Match bestritten gehabt, also ist dieses hier eigentlich das dritte Match, aber das andere Match war ein bisschen kurz, deswegen wollte ich das jetzt nicht alleine hochladen. Dementsprechend werde ich das Match irgendwann mal zusammen mit einem anderen Match, das auch vielleicht so kurz ausfällt, dann gemeinsam hochladen, damit wir eben nicht nur so einen 6 oder 7 Minuten langen Part haben. Und ja, ihr seht schon, die Runde hier vom Gegner hat einigermaßen lange gedauert. Der hat sich da wirklich fast seine kompletten 90 Sekunden Zeit genommen. Ich weiß auch nicht, der war irgendwie so ein bisschen lahm, möchte ich jetzt mal an dieser Stelle einfach behaupten. Aber ja, 10 Sekunden sind noch über, die er auch noch komplett ausnutzt, soweit ich das in Erinnerung habe. Das Match ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Dementsprechend, ja, kommentiere ich das jetzt hier so semi-blind, könnte man sagen. Also, wir starten direkt mit Peter und der spurtet hier direkt hinter das Auto, hatte ich mir überlegt. Ganz einfach aus dem Grund, in der ersten Runde trifft man eh noch nicht auf den Gegner. Dementsprechend konnten wir erstmal schön weit rennen. Und auch Erik soll jetzt schön weit spurten, befindet sich allerdings ein bisschen weiter hinten als Peter, damit er dann halt auch ein bisschen geschützter steht. Und wie ihr gesehen habt, ich habe nochmal die Art, also beziehungsweise die ganzen Fähigkeiten, die die Leute haben, ein bisschen umgestellt. Denn Erik bekommt jetzt volle Deckung, auch wenn er sich nur in halber Deckung befindet, wie ihr dort unten links am Bildschirm sehen könnt. Da hat er hinter der Laterne die volle Deckung, obwohl die normalerweise nur halbe Deckung bietet. Ja, der Gegner lässt mal wieder ein bisschen auf sich warten. Ich weiß gerade nicht genau, ob er jetzt auch wieder so lange gebraucht hat. Also irgendwie schon ein bisschen krass. Und hier an dieser Stelle habe ich mir dann schon gedacht, dass er sich auf das Dach bewegt. Ganz einfach aus dem Grund, weil auf einmal das Dach hier angezeigt wurde. Ich glaube, das ist noch immer so eine kleine Schwäche hier von dem Multiplayer-Modus, denn wenn jemand im Gebäude sich bewegt, ist das Dach ausgeblendet. Wenn er sich auf dem Dach bewegt, ist das Dach eingeblendet. Dementsprechend kann man da immer so ein bisschen sich schon mal denken, wo der Gegner vielleicht hingeht. Und wir haben ja doch noch ein bisschen einen weiten Weg, dass wir überhaupt auf das Dach kommen können. Wenn man mal überlegt, wir haben hier keine Leiter, also haben wir hier so ein bisschen einen kleinen Nachteil, möchte ich einfach mal behaupten. Dafür haben wir hier die Autos, die uns Deckung geben. Aber wenn man auf die Autos schießt, ihr kennt das Spielchen ja, und die hochgehen, dann wird das auch alles irgendwie ein bisschen uncool. Ja, und wieder seht ihr oben, kurz vor Schluss hat er erst wirklich seine Runde abgeschlossen. Jetzt bin ich am Überlegen, wo ich hinspurten soll. Zuerst einmal bewege ich mich mit Erik hier hinten in die schwere Deckung hinein. Und wie wir sehen, sehen wir nichts, deswegen gehe ich erstmal auf Feldposten, da ich mir nicht sicher bin, ab wann die Gegner jetzt wirklich hier aufschlagen. Und mit Peter bin ich jetzt am Überlegen gewesen, ja, gehe ich jetzt nach vorne oder gehe ich nach hinten, weil ich muss spurten, ansonsten wäre ich nicht mehr in eine Deckung reingekommen. An dieser Stelle habe ich auch erstmal auf Sturm und Schuss verzichtet, weil ich eben noch nicht davon ausgegangen bin, dass wir jetzt auf den Gegner treffen. Und wie wir sehen, sollte sich diese Befürchtung dann auch bewahrheiten. Noch keine Gegner in Sicht. Und wieder habe ich jetzt das Gefühl, dass der Gegner hier irgendwo oben auf dem Dach am Herumwuseln ist. Aber das werden wir dann erst sehen, wenn wir endlich Feindkontakt haben. Also klar, es dauert immer ein paar Runden, bevor man hier auf seine Gegner trifft. Dementsprechend können wir uns noch ein bisschen gedulden, denke ich mal. Ich habe an dieser Stelle jetzt schon mir überlegt, ja, der Gegner wird wahrscheinlich ein paar mehr Einheiten haben. Ganz einfach aus dem Grund, dass er halt immer seine Zeit so komplett auskostet. Hätte natürlich auch sein können, dass das einfach nur macht, um mich irgendwie so ein bisschen im Dunkeln zu lassen, was jetzt seine Einheiten so angeht, wie viele er hat und was genau die machen, etc., etc. Und ja, an dieser Stelle sehen wir jetzt, okay, wir sehen das Innere, hören, dass dort irgendwie eine Tür aufgetreten wurde. Und jetzt habe ich mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, na, werden wir jetzt in dieser Runde auf den Feind treffen? Habe ich überlegt, was machen wir mit Peter?
erstmal auf Feldposten gehen. Okay, könnten wir machen. Und jetzt ist Erik aber noch dran, den ich dann direkt dort vorne hinspurten lasse. Natürlich in der Hoffnung, dass jetzt kein Gegner hier um die Ecke huscht. Ich habe ihn auch nicht an die Ecke gestellt, weil wenn dort jetzt ein Gegner gewesen wäre, hätte er Erik ja gesehen und wüsste schon, wo wir uns befinden. Ja, wenn da hinten jetzt jemand um die Ecke gehen würde, könnte Peter wahrscheinlich sogar mit seinem Schuss, er ist ja auf Feldposten gestellt, mit seinem Reflexschuss könnte er vielleicht sogar auf denjenigen schießen, wenn da hinten jemand jetzt um die Ecke wuselt. Allerdings war das alles nur so ein, ja, hätte, könnte, wäre, ne, also alles so ein bisschen konjunktiv. Dementsprechend war ich an dieser Stelle so ein bisschen gespannt, was der Gegner jetzt machen wird, ob er jetzt hier wirklich hier in der Butze hier drin sich fortbewegt, dann könnten wir ihn nämlich wahrscheinlich gleich im nächsten Zug sehen. Oder ob er wirklich auf dem Dach am Rumwuseln ist. Deswegen, ja, ist immer eine schwierige Situation, genau zu wissen, was der Gegner jetzt machen könnte. Und dadurch, dass er ja angefangen hat, ist er uns sozusagen auch immer einen Schritt voraus, ja. Also wahrscheinlich rennen wir eher in ihn rein, habe ich mir gedacht. Und ja, an dieser Stelle jetzt wieder mal die Frage, was machen wir? Erstmal die Kamera drehen. Jetzt sehe ich, dort ist auch die Leiter. Deswegen wollte ich Erik jetzt einfach mal direkt hier vorne irgendwo hinstellen, wo er vielleicht zumindest diesen Gang hier überblicken kann. Und wie wir sehen, der Gang ist sauber. Also einfach mal direkt auf Feldposten gegangen. Und dann mit Peter hier hinten hergespurtet, damit der dann auch den Anschluss bewahrt. Erik als Sniper jetzt vorne zu haben, ist natürlich wieder mal so eine Geschichte. Das kann auch mal ganz böse in die Hose gehen. Haben wir ja in der Singleplayer-Kampagne auch schon ein paar Mal am eigenen Leib erleben dürfen, dass man dann da ziemlich einen auf den Sack bekommt, wenn man da zu schnell vorprischt. So, horchen wir mal. Ich höre hier momentan noch nichts wirklich so, was die Gegner machen. Alles ziemlich ruhig, muss ich sagen. Auch die Musik in diesem Matchup hält sich so ein bisschen irgendwie im Hintergrund. Überhaupt noch gar keine actiongeladene Musik. Klar, wir haben auch noch keine Gegner gesehen bisher. Aber vielleicht wird sich das jetzt ja demnächst ändern. Na, man hört nichts. Ab und an hört man halt wirklich, wenn der Gegner sich bewegt. Und kann dementsprechend sich schon so ein bisschen ausmalen, wo ist er jetzt, was macht er und all so eine Fragen. So, Erik, schicken wir jetzt wieder ein Stückchen weiter nach vorne. Und jetzt haben wir sogar direkt zwei Gegner gesichtet. Einmal dort hinten. Mit 55%iger Wahrscheinlichkeit könnten wir dort schießen. Ist auch momentan der einzige Gegner, den wir sehen. Und ich muss sagen, dieser Schuss hier ist mal wieder endgenial. Der ging daneben, aber hat hier nochmal die halbe Mauer mit eingerissen. Also das fand ich schon ziemlich merkwürdig, muss ich sagen, wie wir dort wieder schießen wollten. Durch sämtliche Hauswände durch. Und ja, Peter geht an dieser Stelle jetzt bis hier vorne hin. Jetzt sehen wir, okay, er hat leider nichts mehr gesehen, aber gehen wir einfach mal auf Feldposten, denn wenn wir die Gegner nicht sehen, dann sieht er mit seinem Sektoiden uns wahrscheinlich genauso wenig. Dementsprechend bin ich jetzt erstmal schön auf den Feldposten gegangen. Falls der Schlingel sich jetzt hier irgendwie in unsere Nähe wagt, kriegt er nochmal die böse Überraschung, dass Peter hinten noch steht und einen Reflexschuss abfeuern kann. Der Typ wird sich jetzt wahrscheinlich auch wundern, wieso zum Teufel steht der Sniper da vorne. Vielleicht denkt er sich jetzt auch, dass wir ihn vielleicht in die Zange nehmen wollen. Das wäre natürlich auch mal eine sehr schöne Taktik, wenn man den Gegner direkt von zwei Seiten attackiert. Klappt natürlich nur, wenn er jetzt nicht so wie hier in so einer Gasse am Kämpfen ist. Ja, weil hier könnte man jetzt von links könnte man uns nicht so wirklich angreifen. Ja, nur dort oben, wo der Sektoide ist halt. Oder hier aus der Bude heraus. Der Sektoide geht auf jeden Fall ein Stückchen um die Ecke, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil er jetzt seine beiden Bewegungen aufgebraucht hat. Also einmal ist er um die Ecke gegangen und dann ist er in die Deckung gegangen. Da habe ich mir gedacht, what the hell are you doing? So, an dieser Stelle sehen wir dann schon, oben taucht der nächste Sektoid auf und unser Reflexschuss sorgt wieder einmal dafür, dass wir hier die halbe Wand einreißen. Also sowas kann auch mal sowas von in die Hose gehen, Leute. Das muss ich euch jetzt einfach mal sagen, weil man sich dadurch ja die komplette Deckung wegschießt. Und wir auf einmal so einen blöden Sektoiden hier mitten in unserem Rücken stehen haben. Der hat uns jetzt natürlich versucht, irgendwie in die Zange zu nehmen. Und jetzt schießt er auf Peter, trifft natürlich, oh Wunder, aus der Entfernung und ja, drückt ihm immerhin zwei Schadenspunkte rein. Was machen wir? Wir snipern jetzt erstmal. Wir haben hier eine 95er
50%ige Chance. Das würde ich gerne erstmal probieren. Und ja, Erik zeigt sich zielsicher und kloppt den Gegner hier eiskalt weg. Und darf natürlich durch die doppelte Portion auch noch einmal hier hinten auf diesen Sektoiden schießen. Und 92% reichen auch hier, um den Gegner schon mal wieder jemanden abzuluxen. 15 Schaden, auch noch kritischen Schaden. Und an dieser Stelle bin ich dann erstmal aufs Dach gegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, da werden doch bestimmt noch mehr Gegner sein. Und ich sollte recht behalten, dort seht ihr noch eine weitere Einheit des Gegners, ein Muton. Ich nutze hier das Schnellfeuer, damit ich direkt zweimal auf ihn schießen kann. Und einmal treffen wir kritisch, er hat nur noch eine Lebensenergie. Und es reicht dann sogar nochmal ein kritischer Treffer, um den Muton an dieser Stelle, oder den Elite-Muton, genauer gesagt, an dieser Stelle wieder kalt zu machen. Ich glaube, unser Gegner war Franzose im Übrigen. Nicht, weil er so komische Taktiken fährt, das wäre natürlich auch ein Grund dafür. Nein, eher weil dieser Berserker gerade Muton de Elite hieß oder so. Wer nennt denn seine Leute so behindert? Da finde ich Erik Zion und Peter Polegger doch um einiges geiler. Und wir haben schon gesehen, dass sich hier drin in dem Haus auch noch ein Gegner befunden hat. Hatte man gesehen, als Peter hier hochgelatscht ist. Dementsprechend, ja, dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht. Dort hinten kommt noch ein Sektoide, der nichts mehr machen darf an dieser Stelle. Das ist doch auch schon mal was. So, Peter geht jetzt ein Stückchen weiter nach vorne. Habe ich mir gedacht, ja, 68%. Nee, das ist mir dann doch irgendwie ein bisschen zu niedrig. Deswegen einfach nochmal auf Sturm und Schuss gegangen. Und bin dann direkt nach da vorne hingerannt. Und jetzt haben wir natürlich leichtes Spiel. Jetzt können wir den Sektoiden leicht um die Ecke bringen. 100%ige Trefferchance. Vielleicht hätte ich sogar die Pistole nehmen können. Habe ich an dieser Stelle leider nicht dran gedacht. Und Erik, ja, was machen wir jetzt mit Erik? Das war jetzt hier die große Frage. Viel Munition hatte er an dieser Stelle leider auch nicht mehr. Deswegen bin ich erstmal lieber auf Nachladen gegangen. Da hinten ist irgendwas zusammengebrochen. Keine Ahnung, wodurch das passiert ist. Aber wir wissen ja, der Gegner hat noch eine Einheit, die sich hier unten in dieser Bar befindet. Und ja, wie sollte es anders sein? Da kommt der Schlingel auch direkt rausgerannt. Hat Erik flankiert. Das heißt, die Deckung ist jetzt nicht mehr wirklich irgendwie zu gebrauchen. Und ja, wie nicht anders zu erwarten war, eröffnet er natürlich auch das Feuer. Er braucht scheinbar immer ein bisschen, um sich zu entscheiden, soll ich schießen, soll ich nicht schießen. Nee, der hat nicht mehr geschossen. Okay, das habe ich dann falsch in Erinnerung. Was hat Erik denn dann gemacht? Ah, genau, ich habe jetzt hier den Präzisionsschuss gemacht, Leute, was totaler Humbug war. Weil ich erstens daneben schieße und zweitens, weil der Typ gegen kritische Treffer immun war. Das war ziemlich dämlich von mir. Und ja, jetzt habe ich nochmal hier einen normalen Schuss abgeben können, der dann auch immerhin 10 abgezogen hat. Leider hat es nicht gereicht. Vielleicht wäre es besser gewesen, hätte ich direkt einen normalen Schuss gemacht. Da hätte ich wahrscheinlich mehr Chancen gehabt. Peter ist jetzt an dieser Stelle dran, bewegt sich bis hier vorne, weil ich dachte, von dort aus kann er den Gegner bestimmt sehen. Aber denkste Püppchen, ich habe den Gegner nicht gesehen von da oben. Ja, so ein Scheiß. Okay, dann nutze ich jetzt die Gelegenheit halt, um meine Waffe einmal nachzuladen, dachte ich mir. So, direkt einmal auf Nachladen geklickt und gut ist. Jetzt ist der Gegner natürlich dran und der arme Erik sieht sich jetzt einem Sturmsoldaten hier gegenüber. Das kann natürlich ziemlich böse ausgehen. Warten wir mal ab, der Franzose braucht ja immer ein bisschen, bis er hier sich überlegt hat, was er jetzt eigentlich machen will. Meine Güte, ey. Ich meine, klar, ist ein Strategiespiel, aber ja, 10 Schaden zum einen und keine Ahnung, wie viel Schaden zum anderen. Es hat auf jeden Fall ausgereicht, damit Erik aus den Latschen kippt. Colonel Zion wurde getötet. So eine Frechheit. Und jetzt sind wir aber natürlich schon wieder am Zug. Und an dieser Stelle habe ich mir dann gedacht, okay, komm, der wird wahrscheinlich nur noch diese eine Einheit haben. Deswegen bin ich einfach mal direkt dort hinten. Nee, ich bin, genau, ich bin einfach hier runtergesprungen, oder? War es nicht so? Nee, da bin ich nicht hingegangen. Ich habe jetzt diese Position hier gesehen, ganz genau, wo ich wirklich von jeder Seite eine schwere Deckung habe, außer von der einen. Bin hier runtergeklettert. Und ich denke mal, den Gegner hat das auch ziemlich überrascht, weil der bestimmt nicht damit gerechnet hat, dass ich auf einmal hier runterkomme. Ich habe hier eine 83%ige gegen eine 98%ige Trefferchance. Deswegen habe ich mich einfach für die 98% entschieden. Und es hat ausgereicht, um den Gegner hier
den Erdboden gleich zu machen. So, wie ihr merkt, ist die Runde allerdings noch nicht vorbei. Das heißt, der Gegner hat noch immer eine Einheit über. Oh, und übrigens, Erik lebt noch, der ist nur schwer verwundet. Leider habe ich natürlich kein Medipack dabei. Könnte man sich eigentlich auch mal überlegen. Ich weiß gerade gar nicht, was Peter dabei hat. So, auf jeden Fall darf Peter jetzt an dieser Stelle natürlich wieder schießen. Hat eine 66-prozentige Chance, da denke ich mir auch. Nee, was? 66, 51? Das ist doch irgendwie scheiße. Was machst du denn da? Komm, gehen wir auf Sturm und Schuss. Rennen einfach mal direkt hier hinten hin. Das hätte ich mir jetzt sogar sparen können, in die Deckung zu gehen. Genau, habe ich mir das sogar gespart? Ich bin mir nicht sicher, weil das ist der definitiv... Nee, habe ich doch nicht. Das wäre nämlich hier definitiv der letzte Gegner gewesen. Wir haben nämlich schon 5 andere ausgeschaltet. Und man darf ja nur maximal 6 Leute mitnehmen in die Schlacht. Und deswegen haben wir dann an dieser Stelle auch gewonnen. Ja, sehr schönes Matchup auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.